Motten im Kleiderschrank, Silberfische im Bad oder Mäuse im Keller. Auf der Suche nach Nahrung nisten sich häufig tierische Mitbewohner in Häusern und Wohnungen ein. Bei einigen Arten wie Ameisen oder Motten reichen dann oft schon Hausmittelchen, um sie wieder zu vertreiben. Doch was kann man eigentlich gegen Ungeziefer wie Ratten oder Tauben tun? Kathi Hierhacker hat sich auf eine tierische Tour begeben. Jetzt wird es immer enger und auch immer dunkler. Man kann schon sagen, pro Kopf eine Ratte. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie es in Wiens Unterwelt aussieht und vor allem, welche Tiere sich da unten besonders wohlfühlen? Ich begebe mich auf die Spuren von Ratten und Tauben. Eigentlich halten sie sich am liebsten dort auf, wo sich Menschen nicht so wohlfühlen. In der Kanalisation, in Wasserkanälen oder finsteren Gängen. Wie hoch stehen denn die Chancen, dass wir vielleicht dem ein oder anderen Tier begegnen werden? Mit viel Glück haben wir vielleicht die Chance, eine Ratte zu sehen. Eher unwahrscheinlich, ja, es ist doch eher mal der Wienfluss, der Wienkanal da unten, wo permanent Wasser läuft, die Geräuschkulisse zu groß. Das Nahrungsangebot ist unten auch nicht so groß. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir da unten eine Ratte treffen. Aber mit etwas Glück sehen wir vielleicht eines von diesen Nagetierchen. Doch die Nager werden immer öfter in der Stadt gesichtet. Vor allem in der Nacht kommen sie mutig an die Oberfläche. Einer der Gründe, der U-Bahn-Bau, aber auch der Klimawandel, warme Temperaturen und große Trockenheit führen dazu, dass immer mehr Ratten den Winter überstehen. Sie sind menschenscheu, genau, ja, und eher mehr schon an der Oberfläche zu finden, wo die Menschen halt ihren Dreck hinterlassen, ja, Nahrungsmittelreste, und ja, dort werden wir eher eine Ratte finden. In jeder Großstadt leben mehr Ratten als Menschen, aber wie viele es tatsächlich sind, hier gehen die Schätzungen weit auseinander. Experten zufolge kommen pro Einwohner in Wien 1 bis 2 Ratten. Das sind also zwischen 1,9 bis 3,8 Millionen Stück der Nagetiere. Also diese Schätzungen, die es gibt, wird schon ungefähr hinkommen. Genau sagen kann man es nicht. Mal schauen, ob mir ein Nager über die Füße rennen wird. Es geht los, hinab in die Kanalisation. Das Erste, was mir auffällt, ich als kleine Person habe hier den Vorteil, ich muss mich nicht ducken und es kommt mir schon ein etwas unangenehmer Duft entgegen. Die Tour durch die Wiener Unterwelt findet an den Originaldrehorten des Filmklassikers Der dritte Mann statt. Jetzt wird es immer enger und auch immer dunkler. Ich laufe durch zahlreiche Gänge und halte die ganze Zeit gebannt Ausschau nach Nagern. Wir sind hier jetzt in einem Abwasserkanal und hier befinden sich eigentlich sehr, sehr viele Ratten. Der Schädlingsbekämpfungsmeister hat uns schon so einiges Spannendes über die Nager erzählt. Begegnet bin ich aber leider noch keinen. Ich hoffe, es kommt noch. Ratten können schnell zur Plage werden. Durch ihren Kot können sie Krankheiten übertragen oder Fraßschäden anrichten. Die Wiener Rattenverordnung verpflichtet, 3 bis 6 Mal jährlich zu überprüfen, ob es einen Befall gibt und diesen zu melden. Fachfirmen können durch ein Monitoring-System mit Köderboxen bestehend aus Getreide und Wachs schnell darauf aufmerksam machen und entsprechend reagieren. Meine unterirdische Suche nach den Nagern war vergeblich. Es geht wieder hinauf in die Stadt. Jetzt sind wir bei unserem zweiten Tourstopp angekommen und hier dreht sich alles um die Tauben. Aber was kann man eigentlich gegen diese Tiere tun? Denn sie sind ja in der Stadt eher nicht so beliebt. Sie werden oftmals als die Ratten der Lüfte bezeichnet. Neben den Nagern zählen auch Tauben zu den am weit verbreitetsten Schädlingen in Wien. Laut Tierschutz-Ombudsstelle gibt es rund 150 Tauben in der Stadt, die ein durchschnittliches Lebensalter von 3 Jahren haben. Sie nisten sich gerne an windgeschützten Orten wie Dachböden, Fenstersimsen oder Balkonen ein. Ja, das Problem sind die Schäden an den Gebäuden, ja, an den Verblechungen, an den Fassaden, und der Kot der Taube, der macht den Schaden. Baut eine Taube ein Nest, können sich neben dem Nachwuchs ebenfalls allerlei gefährliche Begleiter wie Zecken, Milben, Motten oder Parasiten einnisten. Taubenkot ist durch darin enthaltene Harnsäure und Ammoniak ätzend und beschädigt selbst robuste Materialien wie Beton nachhaltig. Es gibt Vergrämungsmaßnahmen mit Netzen, mit Spanndrahtsystemen, mit Taubenspitzen, diese Spikes. Gibt es viele Möglichkeiten, sich da zu schützen.
Wichtig ist auch, die Vögel nicht zu füttern. Laut einer Studie vom Market Agent hatten bereits 77% aller österreichischen Haushalte selbst mit Schädlingen zu tun. Hauptsächlich, weil sich Tiere im Haushalt eingenistet haben. Um Schädlingen aller Art erst gar keinen Raum zu bieten, sind Hygienemaßnahmen das A und O. So sollten Lebensmittelreste unmittelbar entsorgt werden und Abfallbehälter in Müllräumen fest verschlossen sein.